Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Harveys neue Augen. So. Was müssen wir denn jetzt machen? Wir haben doch ein neues Verbot bekommen. Wütend werden. Wir gehen nochmal hier zum Überwachungsraum. Mal gucken, ob Miranja was Neues für uns hat. La 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 la. La 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 la. Ich stricke für den Doktor, das wird mir gut bekommen. Ich glaube nicht. Ich stricke für den Doktor. Oh, nom 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 nom. Nett. Eine Sekunde. Lilly war sich ganz sicher. Irgendwo dort in dieser schwarzen Ungewissheit würde sie ihre Freundin finden. Lilly beschloss, das Schloss mit Hilfe der Stricknadeln zu knacken. Und wieder hatte Lilly ihre Unfähigkeit bewiesen. Es war eine Schande. Lilly war einfach nicht geschickt genug. Warte mal, Erfahrungspunkte. Kann ich mein Geschick aufbessern? Hallo, mir geht's wieder besser. Er hatte einen Topf auf dem Kopf und saß hinter einem aufgerichteten Stück Pappe. Das musste dieser Gott sein von die... Du bist wahrhaftig eine tapfere Kriegerin. Ganz Hoth Mortigor steht in deiner Schuld. Roggelbecher? Roggelbecher. Das hat Spaß gemacht. Du musst unbedingt mal wieder mit uns spielen. Gerne. Du? Es ist so deprimierend. Ich soll Erfahrungspunkte ausgeben, um ein Talent zu steigern. Ausdruckstanz, Musizieren, Schlösser knacken. Im Schlösser knacken. Eigentlich will ich nichts davon können. Gibt es kein Talent wie sich mit seinem Schicksal abfinden oder Punkte vergeben, ohne dabei in eine Existenzkrise zu geraten? Peters Zaudern machte Lilly wütend. Konnte dieser notorische Nörgler nicht einmal die einfachsten Entscheidungen treffen? Am liebsten hätte Lilly ihm eine gescheuert. Doch etwas hielt sie zurück. Oh, du tust mir leid, Peter. Ist nichts Persönliches. Oh oh. Wir haben den Zahn ausgeschlagen. Wir haben den Zahn ausgeschlagen. Du hast ja recht. Upsi. Ich erhöhe einfach Schlösser knacken und damit hat es sich. Da, behalte du ruhig den Charakterbogen. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Wir haben den einfach an einem Zahn ausgeschlagen. Oh, der Arme. Ja, wieder wechseln. Wenn es nicht meine Würde ist, die du mir genommen hast, passe ich. Och, der Arme. I'm so sorry. Mal jetzt. Lilly beschloss, das Schloss mit Hilfe der Stricknadeln zu knacken. Und wieder hat es Lilly... Müssen wir das in der anderen Welt machen? Boogie. Ist hier jetzt was Neues? Ein Pfeil, okay. Jetzt kommen wir aber da nicht mehr lang. Okay. Lass mich raten, mit dem Pfeil machen wir das jetzt hier auf. Die Tür war fest verschlossen. Die Tür war fest verschlossen. Der Charakterbogen? Ach, Schloss mit Pfeil. Leute, oh. Lilly freute sich immer, wenn etwas übrig blieb. Aber meist waren das nur Brotkrumen oder Knochen und so. Es klang zwar verrückt, aber eigentlich hatte sie ja jetzt das Talent, Schlösser zu knacken.
geschafft. Das Gitter war offen. Sie fragte sich, ob... Tatsächlich! Während ihrer Trance hatte sie auch das reale Gitter geöffnet. Der Weg in den Turm der Irrenanstalt war frei. Irgendwo dort in dieser schwarzen Ungewissheit würde sie ihre Freundin finden. Ohne groß darüber nachzudenken, nahm Lilly den Stoffhasen mit. Wenn sie schon Dr. Marcells Reich betreten musste, wollte sie wenigstens nicht allein sein. Wie sonst? Definitiv. Lilly war sich ganz sicher. Das musste die Zelle sein, in der Edna festgehalten wurde. Wo ist denn der Stiesel? Wo ist der Golfer? Der Minigolfer? Die Tür war fest verschlossen. Boah, die Anstalt sieht hier wirklich runtergekommen aus, seit Edna ausgebrochen ist, ne? Was für ein hässlicher Junge. Warum jemand so ein Bild aufhing, war Lilly ein Rätsel. Dann nehmen wir das Bild doch mal direkt ab, ne? Mondschein. Lilly konnte den Mond stundenlang anstarren, aber sie tat es nur noch ungern. Es passierten dann immer so schreckliche Sachen. Das musste Dr. Marcells Büro sein. Lilly glaubte, ein leises, rasselndes Atmen hinter der Tür zu hören. Die Tür war fest verschlossen. Bitte nicht stören. Na, da war Lilly doch ein Profi drin. Sie konnte stundenlang abseits stehen, ohne dass irgendwer Notiz von ihr nahm. So, können wir jetzt stören? Die Tür war fest verschlossen. Ach, die Topfpflanze ist auch weg. Oh nein, da ist der Phantom. Eine Lunchbox. Da hatte jemand seine Lunchbox stehen lassen. So etwas konnte Lilly nicht passieren. Sie hatte ja gar keine Lunchbox. Der Geruch des Honigpfannkuchens erinnerte Lilly an die lustige Geschichte mit dem Termiten Freeman. Och, ne Erzähler, zu früh. Der Kleiderständer erinnerte Lilly an den alten Mann aus der Schulsammlung. War das wirklich erst heute gewesen? Keine Ahnung, wie lang die Zeit da vergangen ist, aber was ist aus dem geworden? Das Phantom sah bedrückt aus, aber Lilly fiel noch etwas anderes auf. Ein Schlüsselbund. Ob das der Schlüssel zu Ednas Zelle war? Lass mich in Ruhe. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Vater hatte ganz recht. Ja, du hast richtig gehört. Ich bin Ruben. Dr. Marcells geheim gehaltener zweiter Sohn, Alfreds älterer Bruder. Lilly wusste zwar nicht, wer Alfred war, aber sie hielt es trotzdem für angemessen, schockiert die Luft anzuhalten. Unsere Erziehung sollte perfekt verlaufen. Vorherrschende Methoden schienen Paps unzureichend. Darum begann er, eigene zu entwickeln. Während Alfred auf seine Praktiken anschlug, entwickelte ich Verhaltensauffälligkeiten. Ich war ein missratenes Experiment. Paps war so enttäuscht, dass er mich im Anstaltskeller einsperrte und vor der Außenwelt geheim hielt. Alfred hingegen präsentierte als Paradebeispiel seiner Erziehungsmethoden. Ich hatte nie eine Chance, mir seinen Stolz zu verdienen. Seit Alfred ums Leben kam, ist alles nur noch schlimmer geworden. Ich bin nur noch Luft für ihn. Ein Geist, ein böser Traum. Die seltsamen Umstände von Alfreds Tod zeigten ihm, dass Kindlichkeit eine Krankheit ist, die es auszurotten gilt. Ich hätte damals sterben sollen. Könnte ich nur meinem Bruder noch einmal gegenübertreten. Ich konnte mich nie von ihm verabschieden. Der Arme. Diese Bowlingkugel hatte einen unheimlichen Gesichtsausdruck, aber auch nicht unheimlicher als der des kleinen Jungen auf dem Bild im Flur. Och ne, sag jetzt nicht, wir müssen. Oben auf dem Kleiderständer wirkte die Bowlingkugel wie ein Totenkopf. Aber irgendetwas fehlte. Lilly schauderte. Plötzlich stand ein Gespenst in der Abstellkammer. Was ist das denn? Ja, nee, ist klar. Ein Geist? Na, hör mal!
Wenn hier einer spukt, dann bin ich das. Verschwinde von hier. Wenn du Alfred siehst, sag ihm... sag ihm... Er soll hier mal vorbeispuken. Ich habe mich nie von ihm verabschieden können. Oh, die Tränen. Oh. Warum ist das rechte Auge eigentlich rot? Wir haben den noch. Nevermind. Was, wir können nicht mit dem Gehirn sprechen? Och, nö. Wie ungeschickt. Lilly hatte die Termitenfarm kaputt gemacht. Der Spiegel hing zu hoch, aber Lilly konnte ihr Spiegelbild ohnehin nicht leiden. Lass mich raten. Mondschein, ne? Dann einmal raus. Bemerkenswert. Die Termiten hatten den Pfannkuchen verputzt und dabei ein Loch in die Tür genagt. Lilly hatte das Prinzip von Schloss und Schlüssel schon verstanden. Auch wenn es manchmal nicht danach aussah. Ich hab schon wieder das Falsche ausgewählt. Dann schauen wir mal, ob das des Rätsels Lösung war. Oder auch nicht. Eine Sache hatte Lilly gelernt. Die Ideen, die der Mond ihr in den Kopf setzte, endeten fast immer mit einer Bestrafung. Ah, falsch. Lilly hatte das auch, wenn es... Jetzt habe ich es verstanden. Die Rahmen waren in etwa... Müssen das sich da spiegeln, ne? Was und ist jetzt? Das denn? Ein Geist? Na hör mal, wenn hier einer spukt, dann... Warte mal. Alfred? Alfred, du bist es wirklich. Ich kann es kaum fassen. Oh, Alfred, ich konnte mich nie von dir verabschieden. Und dabei habe ich dir doch noch so viel zu sagen. Oh, wo soll ich anfangen? Ach ja, ich weiß... Du miese Dreckskröte! Deinetwegen habe ich mein ganzes Leben in einer stinkenden Kanalisation verbracht. Na warte. Ich glaube zwischen den Herr Stickeluft. Ich nehme den Schlüssel und gehe dann wieder, ne? Das war ich bei jetzt mal allein. Edna. Hier sind wir. Lilly, so ein Glück. Wir hatten schon Sorge, du wärst auch erwischt worden. Was macht die Oberin hier? Der ist vollkommen übergeschnappt. Er will uns alle zu willenlosen Marionetten machen. Sieh nur, was er der Oberin angetan hat. Oh. Hallo, Lilly. Schön, dich zu sehen. Aber was treibst du bloß hier? Mitten in der Nacht. Haben dich deine Mitschüler dazu angestiftet? Das sind so ungezogene Kinder. Du hingegen warst immer so brav. So brav. Es tut mir leid, dass ich immer so streng war. Aber jetzt, dank Dr. Marcel, bin ich auch ein artiges Kind. Komm, Lilly, setz dich. Du kannst mir helfen, die Puppen für den Doktor zu sticken. Ignoriere sie einfach. Finde lieber einen Weg, um uns zu befreien. Wir müssen hier fort, bevor der Doktor... Oh, oh. Habe ich dich endlich. Ich hatte gehofft, dass du hier aufkreuzen würdest. Ich kann jede Hilfe gebrauchen, um die Produktion meiner Hypnosepuppen voranzutreiben. Schon sehr bald werde ich die ganze Welt beliefern. Aufsässige Kinder wird es nur noch in Geschichten geben. Sobald ich dich meiner verbesserten Hypnosetherapie unterzogen habe, kann mich nichts mehr aufhalten. Ach, da ist was hin. Lilly saß in der Falle. Definitiv. Dr. Marcel plante, in Massenproduktion zu gehen.
Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Ach du Dreh, das ist unheimlich. Das ist unheimlich. Die Oberin stand offenbar unter dem Einfluss von Dr. Marcells Hypnose. So würde sie keine große Hilfe sein. Lilly ertappte sich dabei, dass sie sich die alte, strenge Oberin zurückwünschte. Komm, Lilly. Setz dich. Du kannst mir helfen, die Puppen für den Doktor zu sticken. Wir sind brave Kinder. So brav. Die Oberin stand offenbar unter dem Einfluss von Dr. Marcells Hypnose. So würde sie keine große Hilfe sein. Lilly ertappte sich dabei, dass sie sich die alte, strenge Oberin zurückwünschte. Ach, guck mal, da ist die Naht zu sehen, wo Edna damals ausgebrochen ist, ne? Die Polsterung war zerrissen. Was war hier vorgefallen? Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Zu spät, dachte Lilly. Bis auf die Narbe waren sie identisch. Dr. Marcel plante in... Lilly mochte Nadeln. Einmal hatte sie sogar heimlich eine aus dem Haushaltsunterricht mitgenommen. Sie verwahrte sie sicher in den Ritzen ihrer Matratze und holte sie nur nachts heraus, wenn alle anderen schliefen. Ist das nicht der gleiche Satz wie letztens? Also, ich denke mal, wir müssen erstmal... Oh, wir haben ja noch die Spitze. Nein. Ich dussel. Was haben wir denn noch? Mülleimer. Lilly zögerte. Normalerweise wartete sie, bis die Oberin fort war, bevor sie im Müll wühlte. Aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Aber was war das? Waren das Augen? Sind das Harveys alte Augen? Verdammt. Edna und Garrett waren gefesselt. Lilly war wohl wieder mal auf sich allein gestellt. Immer sind wir auf uns allein gestellt. Du musst uns befreien, Lilly. Ich glaube, die Oberin hat ein Messer, um die Fäden zu kürzen. Dummerweise kann sie es nicht benutzen, solange sie unter Hypnose steht. Wenn wir sie doch nur irgendwie aus ihrer Trance holen könnten. Edna und Lilly war wohl... Ich freue mich ja so, dich zu sehen, Lilly. Ich würde dich ja umarmen, aber... Naja, diese Woll-Version eines H.R.-Geiger-Albtraums schränkt meinen Handlungsspielraum etwas ein. Können wir diese rührende Wiedersehensszene auch später verschieben? Erst einmal brauchen wir einen Plan, wie wir hier runterkommen. Deine Mutter braucht einen Plan. Meine Mutter hat einen Plan. Zum Beispiel, mir einen Sinn für die Realität zu vermitteln. Was ist der Plan deiner Mutter? Ach, ich vergaß. Du hast ja gar keine Eltern mehr. Der ist gemein. Boah, wie fies. Was? Oh, Lilly hat recht. Wir sollten uns lieber darauf konzentrieren, hier rauszukommen. Einverstanden. Schnösel. Das kann man doch bestimmt wieder kombinieren, ne? Einmal auswählen und kombinieren. Perfekt. Jetzt hatte Lilly Nadel und Faden. Nadel und Faden hab ich dabei. Lilly kam eine Idee. Sie wusste, sie konnte nicht gut nähen. Aber vielleicht reichte es aus, um Harvey seine alten Augen zurückzugeben. Sie machte einen ersten Stich. Lilly zögerte. Zu oft hatte man ihr gesagt, dass sie nicht mit Nadel und Faden umgehen konnte. Aber was hatte sie schon zu verlieren? Sie würde es wohl darauf ankommen lassen müssen. Was machst du? Lass das! Du tust mir weh. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst mich an meinem fusseligen Hintern kraulen. Ha! Huh. Yay! Ich bin wieder da! Ich kann es kaum glauben. Ich bin wieder der Alte. Harvey, bist du es? Und da ist ja auch Edna. Los! Lass uns etwas anzünden. Und damit zum Mond fliegen und es anschließend aufessen. Na los, Lilly, worauf wartest du? Nimm dir die Bude auseinander. Yippie! Klopf, klopf. Wer ist da? Garrett. Garrett wer? Gerettet werden nur coole Leute. Ach, Harvey. Warte mal, Garrett kann Harvey hören?
Ein Apfeleimer. Na gut. Aber wenn jetzt alle unsere Äpfel matschig werden, dann ist das deine Schuld. Harvey, bist du es? Edna! Ja, ich bin's. Ich bin wieder der Alte. Nein, nein, nein. Besser noch, ich bin der neue, verbesserte Harvey. Guck mal, ich hab diese neue Schnur. Zieh mal bitte dran, Lilly. Du sollst dir die Furzgeräusche nicht bis nach dem Essen aufsparen. Na, ob das eine Verbesserung ist? Du hast ja noch nicht nach dem Essen dran gezogen. Ach, Harvey, du bist wirklich wieder ganz der Alte. Claro, clarissimo. Aber du wirkst ein bisschen eingerostet. Hast du einen neuen Hut? Ich bin gefesselt, Harvey. Ach so. Seit wann regst du dich über solche Kleinigkeiten auf? Da sind wir doch nun wirklich schon mit Schlimmerem fertig geworden. Das ist also wahr. Hilf Lilly, uns hier rauszuholen, okay? Sie ist wirklich sehr gut in sowas. Sie ist meine beste Freundin. Ha, hättest du wohl gern. Lilly ist nämlich meine beste Freundin. Habt ihr es bald? Wenn es euch nichts ausmacht, sollten wir Lilly hier lieber einen Weg nach draußen finden lassen, bevor der Doktor wiederkommt. Bevor der Doktor wiederkommt? Ja, ja, schon gut. Spielverderber. Können wir vielleicht mit unseren Harvey die Trunks von der Oberen wieder aufheben? Aber ich will mal sagen, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Edna. Bei Harveys neue Augen. Nicht Edna bricht aus, sondern Harveys neue Augen. Wow. 16 Folgen. Und ich sage immer noch Edna bricht aus. Naja, bis dahin. Tüdelü.